schon! Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und ihren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt.
Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugutekommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. Das wird kein gutes Ende nehmen. Kein gutes Ende.
Tja, hast du dir schon einen Plan zurechtgelegt? Fontaine wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Die Splicer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spien Feuer, spuckten Eis wie biblische Dämonen. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Komplett. Bald werden wir sehen, wer hier unten der wahre Künstler ist. Sag dem alten Aasgeier, seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war!
Minuten, Junge! Ich hab was für diesen Vogel! Bleib ein bisschen bei meinen Schwächen, Süßer! Kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch ist. Er war ein ganz scheußlicher. Aber ich glaube, mir hätte mir besser. Mach jetzt das verdammte Foto, zack, zack! Du flatterst durch das Fuhr und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich mal. Komm zurück, bitte! Schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist.
Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein! Nein, bitte! Ich hab Sie doch geliebt! Nein! Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Hier eigentlich mal bedient? Versuch doch mal. Wen hält er sich you